trete ich noch mit dem Kollegen unten in Kontakt. Hallo, hallo Boden. Perfekt, hallo. Hallo, wie sieht's denn draußen aus? Schön, schöne Sonne. Oh ja, schön, hier drin auch. Ist herrlich heute. Alles gut, alles vorbereitet. Steuer fängt die Steckstange an, die schon ein paar Gründe abgelöst werden. Gut. Unschwer zu merken, die Parkbremse ist gelöst. Wir holen die Freigabe. Augenblick wieder. Ja, gerade noch in den T-Sat reingekommen, 1346, C-Tot. C-Tot 46 passt ja. Kommen wir trotzdem los. So, hallo Boden. Ja, komm mit. Ja, die Freigabe haben wir. Ich bestätige nochmal, die Bremse ist gelöst. Und Nase Richtung Westen, bitte. Nach Westen geht los, während des Pushbacks weiter mit dem Werk klar. Gut, 2 dann 1. Engine start. Engine 2 start. So, da ist sie mit dem Freizeichen und dem Pin. Gesehen. Auf der Start-Checklist. Auf der Start. Anti-Ice. Off. E-Cam Status. Checked. Drin. 33.8 Z und 0. After Start Checklist complete. Rückwärts, Taxi. Zu unserem eigentlichen Flugverlauf. Die Reise für Köln beträgt 32.000 Fuß, was umgerechnet etwa 9.800 Meter entspricht. Die Außentemperatur hier oben minus 60 Grad Celsius und die Geschwindigkeit gemessen im Erdboden rund 850 Stundenkilometer. Der Flugweg von Düsseldorf nach London-Heathrow, wir haben Düsseldorf hier angekündigt, östlich Richtung verlassen. Nach Innsbruck überqueren wir Amsterdam, Radbahn bis zum Bügel der Nordsee. Weiter ging es dann über Stansted nach London Heathrow und die verbleibende Flugzeit von jetzt noch etwa 35 bis 45 Minuten
Das hängt so ein bisschen davon ab, wie wir hier in den aktuellen Wetterbericht von London gerade reingekommen. Es ist leicht bewölkt. Die Temperatur 11 Grad. Ich hoffe, Sie können mich wohl an Bord. Und schon an den Aufenthalt in den restlichen Flugverlauf über uns einen schönen Tag in London oder in einer Angelegenheit weiter Reise. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Minimum 200. Thank you.